So Leute, wir spielen jetzt Bühlens Freibier-Challenge. Wer schafft es, so viel Freibier wie möglich ins Ziel zu bringen? Jetzt suchen wir die Kandidaten. Bubble net. Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco, das sage ich dir. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier. Eine Flasche Bier. Hi. Darf ich mal kurz ansprechen? Ja, gerne. Hi, ich bin Bühlend. Und du bist? Tobias. Hi. Tobias. Ich mache gerade hier so für meine Sendung BubbleNet. Ja. Machst du eine Bier-Challenge, Freibier-Challenge. Okay. Hast du Bock mitzumachen? Gerne, warum nicht? Wilma, es geht darum, du musst oder du solltest so viel Bier wie möglich tragen. Ja. Musst bis zur Pylone und wieder zurück. Darfst aber kein Bier verlieren dabei. Ja. Ja? Also das, was du tragen kannst, ja, das gehört dann dir. Okay. Ne, dabei werde ich dir noch Quizfragen stellen, ne, übers Bier. Wenn du da auch richtig beantwortest, dann kriegst du noch ein Bier dazu. Jetzt erstmal die Frage, trinkst du überhaupt Bier? Ja, sicher. Ja? Ja. Und was bedeutet für dich Bier? Deutsche Kultur, ne? Oh Gott, okay. Hast du, Jana? Ja, ich hab's. Boah. Ja, weniger ist mehr. Ja. Aber ist auch noch viel. Okay. Könnte. So. Ah, der stapelt noch. Da ist noch eine Lücke. Passt. Du nimmst den ganzen Tisch? Ja. Ich darf doch tragen, so wie ich will, oder? Das war. Oh oh. Nee, das geht schon nicht. Ich muss so probieren. Okay, alles klar, komm. So, wie viel Bier ist in einer Dose? Wie viel Bier? 0,5. Okay, Maschine. Genau. Was heißt Bier auf Türkisch? Vorbei. Weiter, weiter, weiter. Ach so, er hat vorbei gesagt. Ich dachte, jetzt alles vorbei. Nein, nein. Hier, dein Mann, glaube ich, gibt dir schon einen Tipp, du solltest mehr so. Ja. Dann soll er es selbst machen, ne? Na, soll er? Ja. Oder ich pack's. So könnte es kippen. Ja, ganz ehrlich, da nehme ich einfach zwei Stück, weil das kann ich auf jeden Fall tragen. Okay. Und jetzt einfach los, okay, oder was? Ja. Okay, weiter, weiter. Nein. Scheiße. Oh, oh, oh. Wie viel Bier ist in einem Sixpack? Sechs, der Pick. Was heißt, du bist echt der Hammer. Das ist der Hammer. Wein. Wie auf Wein? Das lass ich. Genau, richtig. Oh Mann, das habt ihr gut gemacht. Super. Super. Ja. Hey, Wilma, perfekt. Ich danke dir. Und du hast noch drei Fragen richtig beantwortet. Also, ach, oh Gott. Drei extra, weil ich nur drei Fragen richtig beantwortet habe. Ich darf keinen einziges verlieren. Ich wusste es. Aber du hast alles versucht. Sag ich mal danke, super, ne? Super. Das war Spitze! Hallo, ihr Freibiergesichter. Wenn ihr noch mehr bierselige Lache wollt, gibt's hier den Nachschub. Oder ihr geht rüber auf den ARD-Stand-Up-Kanal und zieht euch da noch eine Runde rein. Und eine komplette Folge BubbleNet gibt's aufs Haus in der ARD-Mediathek. Dann noch viel Spaß und lieber schön BubbleNet gucke als zu tief ins Glas. Auf Base und Prost!